Yes, da sind wir wieder mit dem besten Spiel der Zeit, oder? Phobia ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's lieb gewonnen. Wir sind hier in irgendeiner Assassino-Zeitzone gefangen und ja, wir machen weiter. Live natürlich auf Twitch, dort könnt ihr alles ein wenig früher sehen, weil es eben live ist. Also klickt rein, Link dazu in der Videobeschreibung, wo denn auch sonst. So, ich bin schon wieder total verwirrt, weil das Spiel hat keinen wirklichen roten Faden, den du ablaufen musst. Was auf der einen Seite ganz cool ist, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen, ja, Geduld benötigt. So, von wo bin ich gekommen? Also in der Hütte da drüben waren wir noch nicht. Und hier ist auch noch irgend so ein Weg. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. What the hell? Aber ich muss sagen, es ist nicht so wirklich ein Horror-Game. Es hat hier und da ein bisschen Horror drin, aber so richtig, dass ich sagen würde, uiuiui. Assassino. Ein Schocker ist es irgendwie nicht. Liebe Amelia, hier im Dorf geschehen einige sehr seltsame Dinge. Gestern wurde uns mitgeteilt, dass einige Bereiche der Mine eingestürzt sind und ein paar Bergarbeitern eingeschlossen wurden. Aber mir kam das sonderbar vor. Mir war ja klar, dass das auf keinen Fall passiert sein konnte. Ich habe die Stützen selbst gesichert. Alles war in bester Ordnung. Uns wurde gesagt, dass wir uns bis nach dem Treffen von der Baustelle fernhalten sollten. Aber ich ging dennoch dorthin, um sie mir selbst anzusehen. Die Mine war völlig intakt. Und nirgendwo gab es eine Spur von den Bergarbeitern. Nicht ein Tropfen Blut, nicht ein Haar, nicht einmal ein Fetzen Kleidung. Christopher hat heute Abend ein Treffen mit dem ganzen Dorf organisiert. Ich werde diese Fraß entlarven und herausfinden, was zum Teufel dieser Bastard mit den Männern gemacht hat. Wer weiß, welche Lügen er sich noch einfallen lässt oder was er uns antun könnte. Ich liebe dich. Wir sehen uns bald wieder. Markus, diese Farce. Lufthansa, Dankeschön. Und Raska, Dankeschön. Und Chaos D, Dankeschön. Raska, 46 Monate. Krasser Dude. Okay, Christopher wird hier als Assassino, als Attentäter und als Mörder abgestempelt. Was ist das denn hier, ein Kleeblatt? Ja. Ich dachte, 4 wäre Glück, aber das hat 6. Das muss Ultra-Glück bringen. Mörder. Wow. What the hell? Der alte Weißweinritter Big Earl geht erstmal in Lurk. Was der sich heute wieder traut, der Mann. Verpasst hier den ganzen Premium-Stuff. Ja, das Spiel ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich mag es ja ganz gerne. Aber es ist halt für mich nicht so wirklich Horror. Es hatte hier und da so ein paar kleine spooky Moments. Aber ganz ehrlich, für mich ist auch ein Resident Evil nicht wirklich Horror. Geht das Ding hier? Nee. Auch nicht. Wie jetzt? Psst, leise. Was ist denn hier los? Also die Minenarbeiter sind verschwunden, wahrscheinlich durch die Sphäre. They started without me. Matthias, are you in there? Die haben ohne mich angefangen, aber ich bin doch hier der Chef. Ha. Hier fehlt auch wieder ein Schlüssel. Jetzt renne ich hier durch das alte Dorf. Ja, Secure, das kommt danach. Das andere Game. Das wird sozusagen das Folgeprojekt. Schon wieder hier. Überall finde ich Klee. Oh weh, da ist ja überall der Klee. Ich wünschte, ich könnte viel mehr Zeit in meinen Stream stecken, aber mit YouTube dann noch und allem. Ich denke, der Stream würde schon deutlich mehr Leute erreichen, wenn ich vielleicht. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch einen Slot morgens irgendwie reserviere. Wow. Strandi, Dankeschön. Strandi Man. Unbekanntes ist viel gruseliger. Ja. Bisschen Schock muss schon drin sein, finde ich.
Okay. Oh, was ist das denn hier? Warum wird es grün? Maisi! 23 Monate, fast ein Jahr. Dankeschön. Kann man da irgendwas sehen? Aha. What the... Metallstück. Ey, Moment mal, diese Metallstücke, die haben wir doch auch im Hotel gesehen. Mr. Chris, dankeschön. Dankeschön. So, was haben wir denn hier drauf? Aha. Das ist eine 3. 3 und eine 5. 35. Merkt euch mal 35. Eine 1. Und eine 5. 15. Und eine 1. Und eine 0. 35, 15, 10. Okay, schauen wir mal, ob das reingeht. Ich hoffe, ich habe es richtig gesehen. Ja. Eine Zange. Ich habe eine Zange gefunden. Ich habe halt auch gar keine Waffen im Moment. Okay, hier geht es nicht weiter. Kann ich mit der Zange... Assassino. Ist ja gut, ich habe es verstanden. Ich bin böse. Was ist jetzt los? Okay, hier geht's weiter. Hier komme ich rein. Ich hab's ja verstanden. Ich bin böse. Ach, und hier habe ich eine Abkürzung, ne? Okay, warte. Dann knipsen wir mal das hier auf. Pitbull, guten Abend. Ach so, fast 2 Jahre, Maisi. Uff. Lebenszeit verschwendet, würde ich mal behaupten. Der Mann hängt in der Abo-Falle, ne? Es tut mir echt leid für dich. Das arme Geld. Denk an den Backsteinkies. Backstein gibt's hier nicht. Josh, der Stein, den gibt's nur in einem anderen Spiel. Das Ding leuchtet auch so ein bisschen, ne? Da kann man als Taschenlampe missbrauchen. Ein gewöhnlicher Backstein. Ich nenne ihn Josh. Alter, Matt. Das ist ein Typ, ey. Ich bin kein Einfallspinsel. Ich erkenne, wenn jemand etwas verbirgt. 5 Männer lösen sich in Luft auf und Christopher größte Sorge ist, dass jemand die Wahrheit darüber erfährt? Nein. Da stimmt irgendwas nicht. Jetzt, wo ich gesehen habe, was dieses Sphärenartefakt anrichten kann, traue ich Christoph und seinen Motiven hinter all dem nicht mehr. Er hat mich von Anfang an belogen. Er hat alle angelogen. Ich habe einige der Teile der Sphäre im Dorf versteckt. Hoffentlich verschafft mir das etwas Zeit, um ihn zur Vernunft zu bringen und herauszufinden, was hier wirklich los ist. Okay, der Mann hat hier die Teile versteckelt. Ich finde es immer wieder interessant, dass jeder nochmal so niederschreibt, was er getan hat. Gestern habe ich einen Fisch gegessen, dazu ein Glas Milch getrunken, mein Stuhlgang war sehr weich und ich habe eine Katze gestreichelt. Ach, und übrigens, ich habe Teile von einem merkwürdigen Alien-Artefakt versteckt im ganzen Dorf. Okay, hier kann ich nicht rüber. Jetzt, Moment, ich mach das hier auf, ja? Und hier gibt es sonst nichts? Das kann doch nicht sein. Nur eine Notiz zum Lesen. Den Karren kann ich nicht bewegen. Ja, Sunshine Girl, das klingt doch nach einem großartigen... Wow. Wow. Ich glaube, die Umwelt hat sich gegen mich verschworen. Search for Nick, guten Abend.
Das klingt doch großartig. Aber was ich schon mal bei dem Spiel sehr interessant finde, ich glaube, die Entwickler haben bis jetzt keinen Patch veröffentlicht. Und trotzdem hatte ich bis jetzt auch keinen wirklich heftigen Bug. Ich hatte einmal diesen komischen Bug, dass die Waffe nicht mehr anvisiert hat. Gut, den hatten wir. Aber so an sich ist das mal wirklich ein fertiges Spiel. Das ist echt eine Seltenheit heutzutage, oder? So, hier geht's auch nochmal weiter, aber ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um. Hm. Hier geht's auch noch lang. Guck mal, hier steht sogar was. Warte mal, wir gehen jetzt mal hier noch lang. Assassino. Ach, jetzt bin ich wieder... What? Eben gerade ist da jemand in der Luft geflogen. Jetzt bin ich wieder hier. Assassino. Ah, guck mal, hier ist noch was. Die Leute wollten hier alle ihr Grundstück schützen, ne? Und ich... Ich mach denen hier das Leben zur Hölle. Indem ich überall einbreche. Boah, was ist denn das hier? Clara, dankeschön. Hier geht's noch irgendwie lang. Ist das hier eine Kneipe? War ich hier schon? Nee. Oder doch? Hier ist irgendwas grün. Oi! Assassino. Fuck. Matthias, I didn't think things would... You... You're insane! I'm so sorry. God, what have I done? What? Ich habe Matthias getötet? Ich bin ja wirklich ein Mörder. Ich wusste es! Auf dem Weg zum Treffen fand ich vor der letzten Hütte auf dem Pfad Matthias in einer Blutlache liegend vor. Er gab mir dieses kleine Stück Metall... Er gab mir dieses kleine Metallstück und trug mir auf, es so gut wie möglich vor Christopher zu verstecken. Wer dies findet... Soll Folgendes wissen. Er hat sie alle getötet. Christopher ist es gewesen, der alle im Dorf ermordet hat. Uff. Stimmt das, Christopher? Spricht der Mann die Wahrheit? Bist du ein Mörder? Hast du alle ermordet? Gespeichert. Okay, die Schubladen kann ich nicht öffnen. Alright, wo geht's hier lang? Erstmal alle Teile aus dem Dorf holen. Okay, das Ding... Das float wieder. Ich hab was in der Hose für dich. White Wolf K9 Assassino. Dankeschön. Chris ist halt geisteskrank. Aber hier soll... Hier war ich halt noch nicht. Jetzt gehe ich mal noch ganz kurz. Hier ist auch noch ein Teil. Wie viele Teile gibt es denn? 6 oder sowas, ne? Oh Gott, das sucht sich ja tot. Ich muss sagen, da fand ich aber das Hotel irgendwie ein bisschen ansprechender als hier den alten schlammigen Wald. Ich vermisse mein Hotel. Moment.
Moment, hier war ich doch schon. Guck mal, hier wird mir trotzdem noch was an. Ah! Ah ja. Assassino. Du bist ein Assassino. So, jetzt dreht die Sphäre wieder durch. Okay, schauen wir mal, ob es hier irgendwo weitergeht. Hier. Hier. Ich nähere mich. Wahrscheinlich die Kirche da unten. Aber wie komme ich denn da rein? Wie komme ich da rein, Freunde? Boah, da muss ich wieder irgendwo was winzig Kleines finden. Ich krieg jetzt schon's Kotzen, wenn ich dran denke. General Mannstein! Thank you mucho! Dankeschön! Ah, ist dieses Kirchengebäude hier. Assassino. Aber ich bin hier hinten rum. Jetzt fehlt halt wieder irgend so eine Kleinigkeit. Hier ist Blut. War hier nichts? Wir waren ja auch noch hier. Nichts. Hier ist wirklich nichts. Ich brauche den Schlüssel für die verdammte Kirche. Ich trage Handschuhe. Der Charakter hier trägt Handschuhe. Ich trage auch Handschuhe jetzt gerade beim Let's Play. Ich will mir die Hände nicht schmutzig machen. Ist auch noch so ein Weg, wo einfach gar nichts ist, ne? Ah doch, warte mal. Hier geht's runter. Da ist nochmal eine Hütte. Okay, hier war ich noch nicht. Hey, I saw you back there on the bridge. Hey! What the fuck? Christ, I'm losing my mind. What is this? Are these... Okay, da war nur ein Schlüssel begraben. I can't remember anything. Warte, wo? Ah, hier drüben. Alright. Wir haben den Schlüssel. Für die alte Kapelle. Jetzt hier hoch, hier rum. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich glaube hier und dann hier durch. Assassino! Jetzt mal sehen, was erwartet uns da drin? Das sind meine Sünden. Did you call everyone? I did. Good. And how are they feeling? More calm now after I talked them down yesterday. All right. Remember, don't tell anyone about what happened until we understand it ourselves. I'll see you at the chapel tonight.
Okay. Wir treffen uns alle hier bei der alten Kirche. So, Mr. Assassino. A drinking glass. What's this doing here? Oh nein, Gläser. No, haben die sich umgebracht? Remain calm. As some of you may have already heard, there was an accident at the mine this morning. Some of the men are missing. But do not worry. Matthias and I are doing everything in our power to locate your loved ones and return them back to you safely. In the meantime, I'd like everyone in the village to take the rest of the week away from your daily responsibilities. To start, I propose a toast. Sektenmäßig vergiftet? Die Bohle war vergiftet? Let us drink. To the future. It was me? It can't be. Okay, Alter, er hat ja jeden abgeknallt. Assassino. Er hat hier jeden abgeknallt. Das letzte Teil? Mr. Assassino? Was, echt? Jetzt fehlt immer noch was? Okay, anscheinend fehlt immer noch irgendwo was. Da hinten. Komm ich denn da durch? Silencio! Komme ich denn da hinten hin? Hier ist Geröll im Weg. Assassino. Assassino. Mann, Assassino geht mir ganz schön auf die Nüsse mittlerweile. Assassino. Okay. Okay, 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 okay. Ich muss irgendwie... Oh, da oben steht auch jemand. Ah, warte, warte, warte. Ey, das ist schon ganz schön unnötig kompliziert gebaut. Was, hier geht's auch nicht durch? Ich dachte, ich hätte den Weg gefunden. Da hinten steht jemand. Assassino. Frau Sohn, ein dickes Danke für den Entertainment und deine Mühe an dich und deine Familie. Bleib gesund. Dankeschön. Dankeschön, dass du hier rein abonnierst. Oh, da steht jemand. Das Ding zeigt mir auch die Richtung an. Wie komme ich da durch? Da ist ja Kacke im Weg. Da hinten steht Siren Head. Okay, ich kann auch hier lang. Kann ich hier rum? Aber da unten war auch nichts. Oh, wird das jetzt wieder so eine ewige Sucherei, um irgendwo noch eine kleine Abzweigung zu finden? Wait, 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 wait. Also da war noch etwas. Komme ich zu dem Häuschen? Die Leiter kann ich nicht nehmen. Ist eine Fake-Leiter. Boah, das ist... Warte, hä? Hier ist auch nochmal eine Treppe, aber... Uff, ich bin verwirrt. Ich bin hart verwirrt.
Ist das eine Fake-Hütte oder eine echte Hütte? Hier, ja, warte. Das ist echt mal wieder so typisch Spiel. So, wir speichern hier nochmal, für Nummer sicher. Man weiß ja nie, nicht, dass ich irgendwie Absturz hab oder tot umfall. Assassino! Ah, habe ich jetzt alle Teile? Nein, was? Es fehlt immer noch ein Teil. Aber das Ding navigiert mich hier hin. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Das ist ein Genuss und eine Freude. Ich hab was in der Hose für dich. Pizza on Twitch. Dankeschön. Ja, so eine Pizza, immer gut. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Das Spiel hat eigentlich gar nicht so eine lange Spielzeit. Die meiste Zeit verbringst du wirklich mit dem Suchen. Die Spielzeit ist eigentlich recht überschaubar. Die Suchzeit ist halt enorm. Ah, von hier bin ich ja gekommen. Oder nicht? Wow. Plötzlich steht mir eine Alte vorm Gesicht. Lag da nicht was auf dem Tisch? Wo? Guck mal, hier ist auch noch was. Habe ich hier irgendwas? Wie groß ist denn das Gelände? Geht's nicht weiter? Wie groß ist denn dieses Gelände? Okay. 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 Hier ist was. Irgendwas ist hier. Haben wir da nicht endlich mal die 6 Teile zusammen? Ich habe schon so viele Teile eingesammelt. Assassino! Oh, is that so? Endlich! For its parts. Hier geht's aber nicht weiter. Assassino. Okay, jetzt habe ich alle Teile, jetzt muss ich nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Boah. Backtracking vom Feinsten. Immer mal wieder hier diesen komischen Effekt reinhauen. Das ist eigentlich der Effekt, der passiert, wenn das Gasmaskenmädchen kommt. Der Chat besteht auch nur aus Assassino, Silencio und Murderer. Nicht vergessen. Weißt du, 2 spanische Wörter und ein englisches, wieso auch immer. Der Schatten da drüben klebt auch fest. Portugiesisch? Spielen wir hier ein portugiesisches Spiel? Ich dachte, das wäre Spanisch. Naja, Silencio ist auch in Spanien Silencio. Und Assassino ist Assassino. So, warte mal, jetzt bin ich dann hier irgendwie hoch, an der Kneipe da vorbei. In letzter Zeit kommen viele so Indie-Horror-Games aus Portugal.
Na gut, es würde auch Sinn ergeben, warum die dann die ganzen Sachen aus Brasilien beziehen. Ich meine, wie kam ich jetzt nochmal hinter das Ding? Assassino. Heil Assassino. So, wir haben es geschafft. Gott, was war das eben gerade? Voll der Turnaround. Es regnet Blut. Glaube ich zumindest. Ich bin auf einem ziemlich bösen Trip. Das ist die Mine da hinten. Assassino! Okay, ich habe noch einen Teil gefunden. Monster. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. I have to get back to the mine. Princess Serenity, dankeschön. Erst 2 Monate? Bist du nicht schon viel länger Abonnent? Oder bin ich mal wieder verwirrt? Das Untergeschoss. Das Untergeschoss. Achso, das Spiel wurde in Brasilien entwickelt, gar nicht aus Portugal. Alright. Assassino! What is this place? So, würde ich sagen, speichern wir die Nuss mal hier. What is this place? Okay, der Laden hier ist schon mal real. Okay, Türen, Umbrella. Hier geht's auch nicht durch. Da liegt ein Monster auf dem Boden. Okay, hier geht's nirgendwo durch. Hier ist der Aufzug. Hier ist ein Tor. Geht aber auch nichts. Ist ja mal wieder super. Ha. Decke irgendwas Spannendes? Kann ich da irgendwas machen? Nee. Geht gar nichts. Ah! Das kann man anschieben. Dankeschön, Pizza on Twitch.
Hau weg, das Drecksvieh. Komm schon. Yes. It looks like some kind of mad scientist's lab. This has to be the source of all those damn monsters. Oh nein, 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 was höre ich da? Sind das die Krabbler? Oh Gott! Gott, wie ich diese Dinge hasse! Alter, was haben die hier getrieben? Totes Monster. Hat eine Hose an. War also mal ein Mensch. Eine attraktive, tote Frau. Ja. Wenn man verzweifelt ist, ne? Dankeschön für 100 Bits. Was ist das hier? Irgendwas Wichtiges? Reagenzglas mit Blut. Reagenzglas mit Sperma. Eine Parasitenprobe. Zentrifuge, noch mehr Reagenzgläser. What? Okay, hier geht's weiter. Hier nicht. Oh, leck mich doch am Arsch! Ey, diese Mistviecher. Na gut, jetzt kann ich mich heilen. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Dankeschön, Pizza on Twitch. Fürs Chabonieren. Okay, hier können wir durch. Neuer widerlicher Gegner. Alter. Wie war dein Tag heute? Nicht so gut. Ich fühle mich heute irgendwie nicht gut. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen irgendwie... Ich fühle mich krank. Magen, schon wieder. Na, warte mal. Leider bin ich einfach nicht fit. Wie viel Pistolenmunition habe ich denn mittlerweile? 40 schon wieder. Gar nicht mal so schlecht. Zugangskarte. Die Erstellung von übergeordneten Zugangskarten erfordert verschlüsselte Berechtigungsdateien. Geben Sie diese Dateien im Computer ein, um den Assistenten zu starten. Stufe 1, Überwachungsraum, Forschungsraum 1, Labor 02, Labor 03, Stufe 3, Forschungsraum 2, Keller 2. El Diabolo, Dankeschön für 2 Monate. Ich hab was in der Hose. Princess, dankeschön. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Thank you, thank you, thank you. Thank you, mucho macho. Was ist das hier? Alter, das ist Gold und ein Rubin. Kann mir jemand auch einen Goldbarren schenken? Danke. Vorname Emily, Nachname Double L, weiblich, AB, unbekannt, gesund. Hinweis, die durchgeführten Tests fördern eine Energie zutage, die jener ähneln, die wir von der Sphäre ausgestrahlt wird. Das Subjekt scheint das gleiche Energiemuster auszustrahlen, das unkontrollierbare zeitliche Anomalien erzeugt. Wir werden das Subjekt weiterhin in der Inkubationskammer festhalten, wie es Meister Christopher vorgeschlagen hat. Okay, Christopher scheint auch...
Zeitsprünge ausgelöst zu haben und hat halt auch noch irgendwie seine super fortschrittliche Supersekte auf die Beine gestellt. Ja, hier wird ganz schön abumbrellert, du. Ah, hier kann ich speichern. Let's speicher. Datenverarbeitung, Keller. Verband. Beep, 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 beep. Okay. Hab ich noch Shotgun-Muni? Ja. Die! Damit hast du irgendwie nicht gerechnet, ne? Dass ich dir so in die Brust shoote, mein Freund. What? Kann das hier öffnen, aber hier ist nichts. Moment, der Raum ist völlig sinnfrei, oder wie? Ich bin immer enttäuscht, wenn ich so einen Raum habe, wo einfach gar nichts ist. Stranger Things-mäßig das Ganze. Geht's hier weiter? Hier ist auch Ende. Hier ist auch Ende. Merkwürdige Anlage. So, von hier bin ich gekommen, dann hier geht's nicht weiter. Tja. Jetzt heißt es wieder rätseln. Wo bitteschön könnte es weitergehen? Hier bin ich durch. Das ist die andere Seite. Dieses Spiel liebt es dir einfach irgendwie diese Bürde des wo geht's weiter aufzuerlegen. In zwei. Weil hier geht's wieder rein. Hier ist N0. Hier war ich drin. Hier kann ich auch nichts mehr verstellen. Auch nichts mehr verstellen. Jetzt bin ich wieder im Startgebiet. Mann! Gibt's doch nicht. Habt ihr noch irgendeinen Weg hier gesehen? Lab 02, Lab 03. Wie komme ich denn in das Lab? Wie komme ich hier durch? Irgendwie die Labore, aber ich sehe keinen Weg. Ich sehe einfach keinen Weg. Ha. Huh. Nee, da kann man nichts machen an diesen ganzen Säulen. Ah! Meine Dokumente. Bilder. Erotikbilder. Guck mal hier. Kreis. Dokumente. Labor 02. Öffentliche eingeschränkte Dokumente. Foto. Okay, eine Uhr. Cool, spannend. Öffentliche Dokumente.
Okay, da kann man irgendeinen Code oder sowas. Was ist das? 26D? Was soll das sein? Kann man die... Was bringt der Haken? Wählen, Doppelklick öffnen. Alright. Ah, guck mal, aber ich kann die nicht verschieben, oder? Ah doch, ich kann die verschieben. Oh, okay. Warte mal. Öffentliche Dokumente. Foto 1. Öffnen wir mal. Das ist ein Puzzle hier. Foto 2. Foto 3. Das ist ein E. Foto 6. Warte mal. Naja, das passt nicht. So, das ist Foto 1. Mit Foto 3. Foto 2 habe ich geöffnet. Dann habe ich noch 5 und Foto 5. Das passt. Und das hier passt dann wahrscheinlich mit dem hier. Herrgott! So. So. Okay. Okay, okay. Ich habe jetzt gleich das Ganze gelöst. Also das hier muss hier hin. Das sechste muss hier hin. Steuerung ist hier leider irgendwie total fummelig in diesem Computer. So. Das kommt man hier ganz rüber. Foto 3 muss wahrscheinlich dann hier hin. Foto 1. So, und dann das hier muss halt hier so ran. Das hier muss hier so ran. So, 25D. 08E, 36D. Ist es richtig oder nicht? Was meint ihr? Haben wir es korrekt gelöst? Oh nein, es bleibt alles offen. Okay. Schließen wir das hier, das hier, das hier, das hier. Na, schließen wir wieder. Ihr habt es euch gemerkt. Perfekt. Was haben wir hier? Generatorstufe 1. Zugangskarte erfolgreich registriert. Drücken Sie auf Fertigstellen, um Ihre Karte der Stufe 1 zu erstellen. Okay. Ah ja. Alles klar. Das ist interesting. Das ist wirklich sehr, sehr interesting. So, gehen wir nochmal ran. Kann ich auch direkt die nächste machen? Karte stornieren. Okay, ich baue einen USB-Stick dafür.
Was haben wir hier? Hier geht nichts. Alright. Wo hat er die denn jetzt ausgeworfen? Ach, hier. Direkt nebendran. So, wir haben... Einfache Zugangskarte gewährt Zugang zu Räumen von Stufe 1. So. Stufe 1, Überwachungsraum und Forschungsraum 1. Das sind die Dinger, die wir jetzt begutachten können. Den Überwachungsraum und Forschungsraum. Ist das hier? Da waren wir drin. Hier gibt's nichts. Da geht's auch nicht rein. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück. N2. Ne, ich brauche N1. Das ist auch N2. Ich habe doch irgendwo ein N1-Ding gesehen. N0, N3 sogar. Hier ist N1. Kann ich hier durch oder kriege ich gleich mega Damage? Das ist doch auch N1. Geht aber nicht. Wow, 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 wow. Kabams! Mernia, dankeschön. Guck mal, den einen habe ich mit einem Schuss umgerußt, den anderen mit zwei. Oh nein, 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 nein. Na, geh raus. Waren das alle? Igitt, Alter. Richtiger Joan da unten. So ein richtiger Joan-Gegner. Das hier nehme ich. So, warte mal, was haben wir denn hier jetzt wieder alles? Was ist das denn hier? Ey, da hängt eine Frau drin. The girl. Emily. She's really here. Bandage. Kann man mal machen. Karte. Underground 3. That must be the place. Wir haben doch so einen Code gefunden, ne? Auf dem Rechner. Für was ist der jetzt aber gut? Das würde ich gerne mal wissen. Mögliche Namen. Alles mit R. Umgekehrte Anomalie. Aufgrund des Zeitumkehrphänomens der Anomalie können wir beobachten, dass sich ihre Interaktion mit unserer Welt nach ihrer Gefangenschaft im Inkubator intensiviert haben. Meister Christopher sagt ihre Freilassung und den Beginn des Prozesses des freien Willens voraus. Dies sollte beim Test von 2010 durch die Person mit der Initialen RL geschehen. Für das Prinzip des freien Willens. RL, also ich bin RL. Mögliche Namen nochmal hier. Guck mal hier. Ich kann hier die nächste Karte machen.
Also hier unten im Keller kommt man wenigstens mal ganz ordentlich voran, muss ich sagen. Da kommt man wenigstens mal ordentlich voran. Sicherheitstür. Ha. Huh. Rino, gute Nacht. Was ist wohl dahinter? Ich meine, das ist eine Mordstür. Ha, das ist die letzte Aufzeichnung. Okay. Ich kann die Sicherheitstür öffnen, wenn ich will. Auslöser 1, 2, 3, 4, 5 und 6 sind aus. Die Auslöser befinden sich in Keller 2. Aktivieren Sie alle 6 Auslöser, um Zugang zum Sicherheitsbereich zu erhalten. Beheben Sie die Probleme und führen Sie das Programm erneut aus. Ja, toll. So, wo kam jetzt hier die Karte raus? Ah, da kann ich einen Drucker hin und kann mir da was Neues machen wahrscheinlich. Alright. Haben wir hier einen Hebel. Kann ich damit jemanden erschlagen? Kommt Hummermann wieder? Alles deutet darauf hin, als könnte ich das als Falle verwenden. Sarah! Aquiles hat gut auf die ersten Behandlungen angesprochen. Allmählich scheint es so, als habe es sich gelohnt, hier zu bleiben und in Meister Christophers Abwesenheit die Verantwortung für den heiligen Pfad zu übernehmen. Unser kleiner Junge ist stark und widerstandsfähig. Ich glaube, wir stehen kurz davor, ein Heilmittel für ihn zu finden. Ich will dich nicht hierher holen. Du kannst dir denken, weshalb. Aber keine Sorge. Trotz all meiner neuen Aufgaben beim heiligen Pfad finde ich immer noch genug Zeit, ein guter Vater zu sein. Wenn ich nicht bei ihm sein kann, überlasse ich Aquiles der Obhut unserer überaus vertrauenswürdigen, kompetenten Arztes Bueno. Du erinnerst dich sicher an ihn. Ich werde dich auf jeden Fall über Aquiles Fortschritte auf dem Laufenden halten. Hoffentlich kann ich dir bald mehr gute Nachrichten zukommen lassen. Ich liebe dich so sehr, Davi. Kleiner Achilles ist krank. Oh geil, Shotgun. Shotgun-Munition immer lecker. Klebeband immer gut. Hm, hier kann ich durch. Hier kann ich auch nicht durch. Okay, wir können N2 machen. Mal hier hin. Mal speichern. Läuft ja ganz gut. Ey, Psycho-Lady! Bitte schlitz mich nicht auf. Dankeschön für den Sub. So, ich muss also ins Laboratorium an Computer und mir die nächste Karte ausdrücken. Das war hier, ne? Ja. Warte einen Moment. Ah. Steck mal rein, den Lümmel. Ja. Ja. Alles klar. Sehr realistisch. So steckt man natürlich einen USB-Stick ein. Man hat den aus Prinzip immer verkehrt. Dann sitzt er trotzdem nicht. Dann realisiert man, ey, war doch richtig. Und dann dreht man ihn um und dann passt er endlich.
Psycho-Lady ist also ganz lieb, aber nur meistens. What? Okay, jetzt soll ich hier rein. Alright, alright, alright. Alright.